Und damit wieder einmal herzlich willkommen zurück bei Ni no Kuni 2. Wir wurden leider jetzt von so einem Drecksviech hier verfolgt werden. Der uns die ganze Zeit zuruft, dass wir das Geld hergeben sollen. Naja, okay. Einen Augenblick, die Herrschaften. Hier im Casino 6 Augen ist Person mit Krediten die Spielteilnahme leider untersagt. Oh, ach so. Das dürfte kein Problem darstellen. Der junge Mann wird uns beim Spiel nur zusehen. Gut, einverstanden. Unser Haus ist sehr kulant. Ich wünsche einen sehr unterhaltsamen Aufenthalt. Yes. Das ging ja gerade noch mal gut. So sieht also ein Casino von innen aus. Wenn wir alle zusammenbleiben, erregen wir zu viel Aufmerksamkeit. Besser, wir teilen uns auf. du hast ja auch einen Kredit eingefangen. Wir haben wohl beide eine Pechsträhne, was? Gitter! Oh, hast du dich verlaufen, Kleiner? Dann solltest du zur Rezeption gehen. Hier ist nämlich der Prämienschalter. Ach, so ist das also. Du bist extra wegen mir hergekommen. Du bist ja ganz schön forsch vor dein Alter. Na sowas, dass du dich in deinem Alter schon so für Erwachsenenspiele interessierst. Aber ich glaube, da warten wir lieber noch ein paar Jahre, hm? Alter, ich bin König. Was warten hier? Allein die Atmosphäre im Casino ist bereits einzigartig. Diese Spannung in der Luft ist so elektrisierend. Natürlich habe ich Geld zum Spielen, wenn ich wollte. Aber ich schau lieber zu, das ist mein Ernst. Den sprich noch nicht an. Hier würde ich auch gerne mal die Sau rauslassen. Ich hatte immer schon eine Schwäche für Glücksspiel. Ich muss mich konzentrieren. Bitte sei ruhig. Ja. Wenn man sich vergnügen will, ist das hier das Paradies. Man könnte allein von seinem Spielgewinn leben. Sie können gerne zusehen, aber bitte tun Sie nichts, was die Spiele ablenken könnte. Ich dachte, ehrliche Arbeit sei nur etwas für Dumme. Weil diese hohen Steuern kann man sonst kaum bezahlen. Bitte belästigen Sie die anderen Gäste nicht. Dieser Gruppier da drüben, der gerade ganz ins Spiel vertieft ist, bei dem könnte es klappen. Hallo? Gefällt es dir im Casino? Wenn ich die ganze Zeit anstarre? Niemanden, gar niemand. Also würde ich so etwas tun. Mit einem Kredit kannst du leider nicht an den Glücksspielen teilnehmen. Die Wuffe im Casino? Ja, die sind eine Klasse für sich, was?
Wenn ich solche Wuffel hätte, würden die Frauen auf mich fliegen. Leider ist das die gleiche Art Wuffel, die auch die Oraculus verwenden. Die kann man nicht einfach im Laden kaufen. Also sag sie dir besser aus dem Kopf. Gewöhnliche Leute wie wir können von sowas höchstens träumen. In meinem Heimatland gab es auch solche Etablissements. Die Welt mag eine andere sein, aber das Wesen seiner Bewohner bleibt auch immer gleich. Ob mir hier im Casino irgendwas komisch vorkommt? Naja, die Croupiers scheinen wirklich unglaublich viel Glück zu haben. Auch wenn die Chancen wirklich günstig stehen, verliere ich regelmäßig. Ich muss unbedingt öfter zum großen Kubikus gehen und mein Glück aufpolieren. Jeden Tag. Nein, dreimal pro Tag. Das wird nicht viel bringen. Manchmal macht ein ausländischer Tourist hier Zirkus. Von wegen die Wuffel seien gezinkt, aber das ist völliger Unsinn. Das ist ja schließlich ein staatliches Casino. Und in Goldorado sind die Wuffel heilig. Da würde doch niemand falsch spielen. Das wäre ja Verrat am großen Kubikus. Man sollte seine Niederlage mit Würde tragen und nicht anderen die Schuld geben. So, das sollte erstmal reichen. Hoffentlich werden die anderen was Nützliches herausfinden können. Wie ich es mir gedacht habe, die Croupiers in diesen Casinos benutzen tatsächlich die gleichen Würfel wie die Oraculos. Also mogeln sie wahrscheinlich auch. Und Videomogeln, darauf schwöre ich jeden Eid. Aber was sind du für ein fettes Viech? Kanikaze! Ach du Scheiße, was hat der für ein fettes Viech? Ich glaube, ich spinne. Du hast dir ernsthaft so einen Vogel aufbrummen lassen? Naja, Stimmung hier mitreißen lassen. Wie viel Miese hast du gemacht? Nicht viel, bloß ein paar. Ein Gentleman redet nicht über Geld. Mal wieder typisch. Der hat den Kopf auch nur, damit er nicht in den. Damit es nicht in den Hals regnet. Egal, ich habe was Wichtiges, das ich euch zeigen muss. Aber besser nicht hier. Lasst uns woanders hingehen. Gut, lasst uns am besten eine Herberge suchen. Da sind wir ungestört. Gerade habe ich im Casino diesen Typ beobachtet. Hab noch nie gesehen, wie jemand so viel gute Laune mit so viel guter Laune sein ganzes Vermögen auf den Kopf haut. Muss ein echter Vogelliebhaber sein. Seht euch nur diesen Kredit an. Seht euch mal diese Hörner an. Das Foto habe ich ohne Blitz geschossen. Chimären sind einfach cool. Man sieht es hier leider nicht, aber hinten am Schwanzende ist auch noch ein Kopf dran. Bist du eigentlich einst professioneller Fotograf? Die Hörner sind das Beste an der Chimäre. Ich würde mich nie trauen, so nah hinzugehen. Ist doch besser so. Das ist nur was für Profis. Ich könnte schwören, dass ich vorhin auf dem Wuffelplatz Prinz Ivan von Katzbocke gesehen habe. Auf dem Bild sieht man ihn aber leider nur von hinten. Könnte er wirklich sein, so von den Ohren her? Oder ist es ein Cosplayer? Haben sie den nicht beim Putsch kalt gemacht? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er das ist. Für gewöhnlich spiele ich nicht selbst, aber so hohen Besuch haben wir nicht alle Tage, daher mache ich eine Ausnahme. So, dann müssen wir einmal wieder runter.
Oh Gott. Komisches Viech, du. Die Leute müssen zurzeit viel zu viele Steuern zahlen. Niemand kauft mehr etwas. Das Geschäft lief schon lange nicht mal so schlecht. Ja, das könnte an gewissen Steuern liegen. Willkommen, willkommen. Dürfen wir uns hier einen Moment ausruhen? Oh ja. Aber gerne doch, machtet euch bequem. Okay. Nee. Also Shanti, was ist los? Was wolltest du uns zeigen? Ich habe mir vorhin im Casino einen Würfel ausgeliehen. Nani? Wirklich? Du. Aber das ist doch Diebstahl. Pirat? Außerdem habe ich ihn ja nur geliehen. Aber interessiert dich denn gar nicht, was es mit diesem Würfel auf sich hat? Sieht genau hin. Wie eine 1 drücke? 1. Wie die 5 drücke? 5. Wie die 2 drücke? Dann kommt die 2. Ho. Aha, das ist also der Trick dahinter. Kein Wunder, dass dieser Torwächter so viel Glück hatte. Na warte, den Miskal ziehe ich das Fell über die Ohren. Yes. Ja, los, stellen wir ihn zur Rede. Ja. Wartet, nicht so hastig. Erstens wird er sicher alles abstreiten und zweitens sollten wir uns mit diesem Würfel nicht erwischen lassen. Ah, ich habe eine super Idee. Wir müssen einfach nochmal und dann direkt danach und dann bumm. Was sagt ihr? Na? Na? Ist das der beste Plan aller Zeiten oder was? Und das will funktionieren? Puh, mir fehlen die Worte. Aber wenn das wirklich klappt, dann hätten wir den Fisch am Haken, ohne Zweifel. Na, sag ich doch. Ich sorg schon dafür, dass es klappt. Also, hopp hopp, auf zum Wachhund. Na dann... kommt die große Revanche. Kann ja nur schief gehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn wir überhaupt mit so einem Drecksvieh hier überhaupt mitmachen dürfen. Obwohl, wenn ich schnell genug laufe. Ah, doch, da bleibt ein hinter mir. Oh, seid ihr zurück, um eure Schulden zu begleichen? Kanikaze! Nee. Ich möchte noch einmal ein Spiel versuchen. Das können wir gerne machen, aber du wirst dich sicher noch und nur noch mehr verschulden. Nein, dieses Mal gewinne ich. Remy, ich hoffe, du weißt, was du tust. Und wofür entscheidest du dich? Rot. Dann ist es soweit. Also dann. Lecker. そんなバカな!
Betrüger! Ihr habt irgendwie das Ergebnis manipuliert! Wie soll das gehen? Da ist dein Würfel und du hast ihn geworfen. Oder warte mal, dachtest du vielleicht, du kannst das Ergebnis schon... Hast du vielleicht sogar selber geschwindelt? Ihr nennt mich einen Schwindler? Dafür habt ihr nicht den geringsten Beweis. Was ist das denn hier für ein Ravau? Ein Glück, Sixtinius. Hier scheint man sich ja prächtig zu amüsieren. Ihr befindet euch vor dem großen Orakulum. Schluss mit diesem Tumult. Endlich treffen wir euch persönlich, oberste Orakel Sixtinius. Willkommen im Auftrag von mir. Dein treuer Untergebener hier hat uns aufgehalten im Spiel, betrogen und uns einen Haufen Schulden aufgedrückt. Geht man in Goldorado etwa so mit Gästen um? Oh je, da habe ich mich wohl für meinen... Da muss ich mich von meinen Untergebenen natürlich entschuldigen. Gesandte von Nyr sind hier jederzeit willkommen. Fallspiel? Wie kann ein Orakulo nur so tief sinken? Kraft meines Amtes als oberstes Orakel werde ich euch eure Schulden erlassen. Nun lasst uns hineingehen und dort euer eigentliche Anliegen besprechen. Und den da lässt du in den Kerker werfen. Jawohl. Aber... Tja, ich glaube, das soll quasi einfach nur ein bisschen das Ganze vertuschen. Also vermute ich. Dass Sixtinius ist quasi auch selber ein Betrüger ist. Aber damit er halt nicht auffliegt, lässt er halt den, der aufgeflogen ist, halt jetzt quasi in den Kerker werfen. Schäfer ist immer in Sixtinius Nähe. Er ist Truppenanführer und ein Elitesoldat. Er ist zwar noch jung und etwas zu ernst, aber er zeigt gute Qualitäten als Kommandant. Das ist das große Orakulum. Bitte benimmt euch entsprechend. Dies ist das große Orakulum. Sitz des Obersten Sixtinius. Achtet auf euer Betragen und wählt eure Worte mit Bedacht. Ihr befindet euch nun in der Gegenwart des Obersten Orakels. Achtet auf euer Benehmen. Nun, welches Anliegen bringt ihr mir vor Nyr? Er bittet darum, dass ihr ihm seinen Wald zurückgebt. Ach so? Ich wüsste nicht warum, schließlich habe ich den Wald rechtmäßig in einem Würfelspiel mit Nyr gewonnen. Wie wir sehen konnten, scheint in diesem Land das Fallspiel allerdings an der Tagesordnung zu sein. Das wirft natürlich Fragen hinsichtlich der Rechtmäßigkeit auf, mit der ihr den Wald gewonnen habt. Was soll das heißen? So etwas Wichtiges wird ja nicht in irgendeinem Hinterzimmer ausgewuffelt. Das Spiel wurde durch den großen Kubikus entschieden. Nani? Wie bitte? Du hast richtig gehört, der große Kubikus hat seinen heiligen Würfel geworfen. Solche Taschenspielertricks, wie sie dieser Narr vorhin benutzt hat, sind da völlig unmöglich. Das war ein anderer Würfel? Bei der Zeremonie, die wir vorhin gesehen haben, hat der Kubikus tatsächlich einen viel größeren Würfel benutzt. Das heißt allerdings noch nicht, dass in diesem Würfel nicht auch irgendein Mechanismus eingebaut ist. Wenn ihr so misstrauisch seid, warum seht ihr euch den großen Kubikus nicht einmal genauer an? Ich gebe euch die Erlaubnis. Bedingt aber, dass der große Kubikus das Allerheiligste dieses Landes ist. Beschädigt ihn mir bitte nicht. Yes. Einverstanden, wir nehmen euch beim Wort. Lasst uns gehen. Hmm.
Was für impertinentes Gesindel. Ich bin ganz eurer Meinung. Wir sollten sie jedoch nicht unterschätzen. Ich war mir so sicher, dass wir ihn hatten. Jetzt sind wir gerade genau da, wo wir angefangen haben. Nein, ganz so ist er auch wieder nicht. Ich bin absolut sicher, dass mit dem großen Kubikus irgendwas nicht stimmt. Dann lass ihn uns mal unter die Lupe nehmen. Tagebuch. Level 14. Ich und seine Freunde bemerken beim Würfeln mit der Wache, dass ein gewaltiger Betrug. Okay. Eben und seine Freunde bemerken beim Würfeln mit der Waffe, dass ein gewaltiger Betrug, der ganz Goldorado umfasst, im Gange ist. Doch Even braucht einen Beweis von dem Betrug. Es heißt, der große Kubikus könnte damit etwas zu tun haben. Wenn ich ganz ehrlich bin, das kam mir echt viel zu einfach vor. Viel zu einfach. Das soll einfach sagt, jo, hey, ihr könnt es untersuchen, bla bla. Irgendwas ist da falsch. Ich bin sicher der einzige Wächter auf der Welt, der solche Faxen mitmachen muss. Und Remy, irgendwas gefunden? Das kann man wohl sagen, das ganze Ding ist mit einer Magiebarriere belegt, und zwar nicht von schlechten Eltern. Und der Würfel, tja, ist auf jeden Fall ein schicker Würfel, blitzeblank poliert und so. Von außen lässt sich aber nichts erkennen, das überrascht mich nicht. Andernfalls hätte Sixtinus uns hier nicht so einfach rumstöbern lassen. Es gibt eine Magiebarriere, das heißt, mit Zaubern kann man den Würfel nicht beeinflussen. Den Würfel beeinflussen, sagst du? Ich wüsste zu gerne, wie es innen in dem Würfel aussieht. Leider können wir ihn nicht einfach aufbrechen. Hey, Ida, der große Kubikus ist kein Spielplatz für Haustiere. Wie nennst du hier Haustier? Wir haben eine Erlaubnis von Sixtinius. Wir überprüfen, ob am großen Kubikus nicht irgendwelche Trick. Vogelkacke. Wir überprüfen, ob Vogelkacke dranhängt und machen sie weg. Oh, das ist ja sehr lobenswert. Es ist immer schön, so engagierte junge Leute zu sehen. Sixtinius kümmert sich wirklich immer vorbildlich um die großen Kubikus. Dieser große Würfel dort scheint auch sehr liebevoll gepflegt zu werden. Man spürt förmlich die Hingabe des obersten Orakels. Hohoho, ganz genau so ist es. Für so einen jungen Hüpfer hast du ein gutes Auge fürs Detail. Der vorherige Würfel war fast so alt wie ich, aber längst nicht mal so gut in Form. Hohoho. Da hat Sixtinus ihn gegen diesen neuen austauschen lassen. Um sich der beste Holz für die heiligen Würfel zu sichern, hat er sogar einen ganzen Wald in seinen Besitz gebracht und seine Handwerker dorthin abgestellt. Oh. Tatsächlich? Ganz erstaunlich. Ah, jetzt habe ich auch schon lange von der... Jetzt habe ich euch aber lange von der Arbeit abgehalten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Er meinte ganz bestimmt Nürswald. Ei, und Handwerker soll Sixtinius dahin geschickt haben. Die sind bestimmt auch für die Pfandsiegel an den Bäumen verantwortlich. Ich hasse das Gefühl, dass wir uns in Nürswald einmal etwas genauer umsehen sollten. Fragen wir doch erstmal Nür, ob ihm irgendwas zu der Sache einfällt.
Okay, das heißt, wir müssen wieder einmal zurück zu Nioswald. Dann machen wir das auch ganz einfach heute. Ich meine, die ganzen Wege haben wir ja eh schon gemacht. Brauchen wir ja nicht nur noch mal alles laufen. Was hat nur zu sagen? Oh. Oh, ihr seid zurück. Habt ihr mit Sixty geschnackt? Haben wir, aber den Wald hat er uns noch nicht zurückgegeben. Dafür sind wir hundertprozentig sicher, dass in Goldorado auf höchster Ebene falsch gespielt wird. Der Gauner hat mich tatsächlich übers Ohr gehauen. Wenn wir jetzt noch beweisen, dass sogar beim großen Kubikus gemogelt wird, dann können wir die Bande auffliegen lassen. Wisst ihr zufällig, was die Leute aus Goldorado hier im Wald machen? Und wo wir sie finden können? Die sind mit zwei Behainen zugange. Aber was genau die dort treiben, weiß die leider auch nicht. Ich laufe ja nirgends mal hin. Yes. Vermutlich gibt es dort so etwas wie eine Würfelfabrik. Dann gehen wir jetzt dahin. Ah, immer langsam mit den jungen Pferden, junger Mann. Ohne einen Wachstumsschub kommst du nicht dort nicht hin. Ihr meint, ich bin zu klein? Ich meine Wachstumsschub, den Zauberspruch. Kennst du nicht? Dann spitz mal die Lauscher. Wachstumsschub gelernt. Was für ein Zauberspruch ist das genau? Das lässt Pflanzen und so ein Zeug schneller wachsen. Auch ohne grünen Daumen im Handumdrehen von der Knospe zur Blüte. Praktisch, ne? Der Weg zum Zwobelhain ist ganz schön steil. Aber wenn du den Pilzen, die da wachsen, mit einem bisschen Hokuspokus auf die Sprünge hilfst... Oh, auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Schick, schick, Zwobelhain, wir kommen. Geht mal gut auf euch acht, Kinders. Die Ungeheuer im Wald haben zurzeit nämlich verdammt schlechte Laune. Ja, das werden wir sehen. Schauen wir mal ganz kurz hier. Aber das war nur diese komische Ecke hier. So, wenn man erstmal weiß, dass man da auch hochspringen kann, ist natürlich einfacher. Jetzt hätte ich mal wieder einen Kampf. Wachstumsschub.
Das klappt ja wirklich. Na dann. Dann laufen wir mal zu dieser tollen Fabrik mal hin. Also sie fand es natürlich funktioniert, ne? Ah, Rock geht da runter. Na gut, ich mach den mal gleich hier. Sagen wir so, auf der Weltkarte werde ich jetzt nicht alle angreifen, aber hier sehe ich jetzt kein Problem damit. Also irgendwie muss ich einen Weg finden, hier hochzukommen. Ah, okay, so. Akzeptables Holz. Ist immer noch nicht das, wo wir wirklich hin wollten. Da müssen wir lang. Gut. Und noch mehr Gegner zum Angreifen. Was, du warst schon? Okay. Ja gut, dann gut. Oh, ein Wegpunkt. Zwobelhain registriert. Speichern tun wir natürlich auch. Ich muss schon sagen, wenn es ums Bauen geht, lassen die Goldoraner sich nicht lumpen. Hier machen sie also ihre Mogelwürfel. Was tun wir jetzt? Brennen wir einfach alles nieder? Ja. Nein, ich möchte ein unnötiges Chaos vermeiden. Wir werden uns heimlich Zugang verschaffen. Ah,
Ey, versteht euch, da kommt jemand. Mein lieber Dobermann ist das weit. Warum muss die Fabrik auch mitten im Wald stehen? Würdest du sowas lieber unter allen Augen machen? Was, wenn die Bürger Wind davon bekommen? Das sind Orakulos. Hey, mir kommt da so eine Idee. Ich glaube, ich weiß, was du denkst, Boss. Auf so eine Idee kommen auch nur Luftpiraten. Meint ihr nicht, dass sie das merken? Wir passen hier auf unsere beiden Nuggetis auf. Ihr zwei übernehmt die Fabrik. Hals- und Beinbruch. Aber beeilt euch. Na schön, dann wollen wir mal. Roland und Evan sind vor kurzer Zeit auf sich allein gestellt. Puh, ich hatte echt Angst, dass er uns erwischt. Aber es war doch einfacher als gedacht. Also gut, wir suchen zwei Dinge. Erstens brauchen wir einen Beweis, mit dem wir Sixtinius als Betrüger überführen können. Ein Brief oder so etwas. Zweitens vermute ich, dass hier Geräte abgebaut werden, mit denen man Würfel ohne Magie aus der Ferne steuern kann. Ohne Magie? Sowas gibt's? In meiner Welt sind solche Geräte völlig alltäglich. Und es ist durchaus denkbar, dass hier in dieser Welt eine gefährliche Technik existiert. Yes. Gut, dann machen wir uns mal auf die Suche. Ach. Lass uns das Beste aus unserer Verkleidung machen und die anderen Orakulos ein bisschen aushorchen. Und das alles in der nächsten Folge dann. Danke fürs Zuschauen und tschüss.